So, hallo, wir machen weiter. Bei Isaac. Und zwar, letztes Mal haben wir... Ich mache mir jetzt erstmal... ich mache mal ganz kurz hier Mute. So. Ich mache mir erstmal kurz Platinum God auf. Ich werde nicht, ganz wichtig, ich werde nicht Sachen nachgucken, die ich nicht kenne. Ja? Ganz, ganz, ganz klar. Ich werde nur... Okay, ist natürlich dumm, wenn man die Seite aufmacht und das Erste, was man sieht, sind Repentance-Items. Okay, kann ich das so machen, dass ich... Ach so. Wenn ich jetzt auf Afterbirth plus Items klicke, kriege ich dann... Ah, perfekt. Das ist, was ich brauche. Das ist, was ich brauche. Ja, okay, das muss ich anklicken. Gut, wenn ich nämlich die Hauptseite aufmache, dann sind die Repentance-Items ganz oben und die will ich ja nicht. Da will ich auch nicht zufällig am Rand dann irgendwas lesen oder so, sondern ich möchte nur Items nachschauen, die ich kenne. Ich möchte vor allem zum Beispiel Runen nachschauen. Ich kenne an sich alle Runen, aber ich kann mir doch anhand der Runennamen, ich meine, das ist wirklich wie sinnloses Lernen. Das ist wie sinnloses Lernen von irgendwelchen, weiß ich nicht, Jahreszahlen. Wichtig ist, was passiert ist, nicht zwingend wann. Ich meine, klar, man weiß jetzt zum Beispiel, Erster Weltkrieg 1914 bis 1918. So, aber wenn jetzt jemand sagen würde, ja, der war 1915 bis 1919. Was wäre jetzt daran so wahnsinnig dramatisch? Versteht ihr? Man weiß, das Ding hat stattgefunden, man weiß, was da passiert ist. So, das ist doch das Entscheidende und nicht... Wann exakt der jetzt war? Natürlich ist es irgendwie dumm zu sagen, der war 1915 bis 1919 so. Aber ich denke, ihr wisst, was ich sagen will. Jetzt komme ich hier gerade in ein ganz anderes Thema rein. Jetzt fange ich an, über Schule zu quatschen. Genauso ist es aber mit Sätzen in der Mathematik. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel weißt, wenn ich über eine Strecke einen Halbkreis konstruiere, ja, dann ist jeder Punkt auf dieser Strecke verbunden mit den Eckpunkten der Strecke. Der bildet einen rechten Winkel. Und das Ding heißt Satz des Thales. Und wenn ich jetzt nicht weiß, ob das Satz des Thales heißt, ist doch egal, solange ich weiß, was er macht, was er aussagt. Ne? Und deswegen wollte ich nur sagen, sowas wie Algis, Ansus, Bercano, wie soll ich mir denn merken, was das macht, alle anhand des Namens? Versteht ihr? Das ist... Nee. Ich meine, man hatte noch diesen Zusatzding wie Purity bei Dagas zum Beispiel. Oder bei Ewarts steht Passage dabei. Und das weiß ich nur jetzt, weil ich gerade hier auf Platinum God bin und mir das angucke. Ne? Aber das ist genau das, was ich meine. Und zum Beispiel Cards of Humanity hätte ich auch nachschauen können. Ich meine, ich wusste grob, was es macht, dass da entsprechende Häufchen erstellt werden. Ja. Leider hat es die Starren halt nicht weggemacht. Es war ein unschöner Fail letztes Mal. Aber gut. So, es hat zum Glück mir nicht den One verhagelt. Es hätte sehr schnell passieren können. Ich möchte in diesem One auf jeden Fall mit Bethany loslegen. Was das Book of Virtues macht, weiß ich natürlich nicht. Das werden wir aber gleich am Anfang natürlich testen. Ganz easy. Und da wir sowieso alles mit Normal spielen müssen, spielen wir gleich mit Hard, weil dann die Sachen drin sind. Wir könnten auch einen Greed-One anfangen mit Bethany. Nee, wir fangen einen normalen Hard-One an. Scheiß drauf. Ich resette so lange, bis ich einen Itemraum bei mir habe. Das heißt, liebes Spiel, du kannst mir auch einfach gleich einen Itemraum geben. Ah, nee, wir gucken erstmal, was das Buch macht. Ah, okay, das... Okay, das Buch spawn... Kann ich das zweimal einsetzen? Ich kann das zweimal einsetzen. Das liegt wahrscheinlich daran. Gab schon immer hier ein extra blaue Herzenabschnitt? Nee. Hä? Was ist das denn? Seht ihr meine Maus, wenn ich da rumf... Nee, seht ihr nicht. Gab schon immer links oben ein blaues Herzenanzeigeding? Ich meine, ich sehe doch anhand der Herzen, wie viele Herzen ich habe. Ist das nur... Das ist nur bei Bethany, oder? War das bei den... Bei den anderen war das nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Okay, aber dann spawnt sie solche Dinger und die gehen wahrscheinlich aber weg. Also die werden bestimmt jetzt weg sein im nächsten Raum. Ja, okay, weil das kein neuer Raum in dem Sinne ist.
Wenn jetzt was Gutes drin ist, dann spiele ich in dem Abschnitt. Ja, super. Ja, okay. Ist jetzt eh nur Quatsch, ne? Ich wollte nur mal gucken, was das Buch macht. Ich will ja sowieso, wie gesagt, neu starten, wenn... Okay, die bleiben. Die bleiben. Wären das dann einfach immer mehr? Das wäre super cool. Aber ich glaube es irgendwie nicht. Oder es wären halt maximal 4, oder? Und wenn man getroffen wird, geht's... Nee, okay, wenn man getroffen wird, wird es auch nicht weniger. Ah, jetzt ist eins weniger. Okay, also pro Raum, den man schafft, geht eins wieder weg. Ja, so ergibt es schon mehr Sinn. Und wenn du wahrscheinlich sowas hast wie halt so Items, die sich schnell auf... Also wo das selber aufgeladen wird oder so, dann wären das voll coole Synergien. Dann wären das voll coole Synergien. I see. Ich muss mal kurz ein bisschen leiser machen. Das ist gerade ein bisschen laut. Aber das liegt an meinem Laptop. Das ist nicht die Spieleinstellung. So ist besser. Hat bei euch jetzt nichts geändert. Nee, okay, das eine bleibt immer noch. Nur das zweite geht scheinbar weg. Dieses zweite, was ich extra hatte. Auch interessant. Auch interessant. Also gut, jetzt sind wir eh gerade bei einem Itemraum. Jetzt können wir auch noch reingucken. Wenn es ein cooler Itemraum ist, bleibt man in dieser Runde. Auch wenn die Runde jetzt noch nicht so gut gelaufen ist am Anfang, aber ist ja egal. Ich meine, wir haben schon zwei Schlüssel, wir haben zwei Bomben. Wir sind jetzt beim Itemraum. Warum sollte ich jetzt die Runde beenden? Ne? Okay, jetzt hätte ich einen Grund, warum ich die Runde beenden könnte. Das will ich nicht haben. Soll ich was einzahlen? Soll ich sprengen? Ach, wir nehmen es einfach mit. Ach, scheiße, das macht das da. Nee, hä? Wait a moment. Das... Okay, das Buch hat noch einen Effekt. Das Spacebar-Item... Das kann zwei Spacebar... Moment, aber jetzt habe ich ja eine andere Leiste. Kann ich jetzt über... Jetzt wird's richtig wild, Leute. Jetzt wird's aber gleich richtig wild. Jetzt kaufen wir mal ein blaues Herz und gucken, ob da diese Einsatzzahl hochgeht. Hä? Jetzt habe ich bei den zwei blauen Herzen... bei den blauen Herzen eine 2 und oben ist gar kein blaues Herz dazugekommen. Also hat die nur rote Herzen, aber da sind irgendwie blaue Herzen in der Reserve oder... Okay, was ist das denn Interessantes? Guck mal, jetzt hat die so ein Ding gespawnt und kann jetzt immer mehr spawnen, weil ich jetzt ein Item habe, was sich auflädt in einem Raum. Das Item lädt sich doch jetzt in dem Raum immer weiter auf und es hört nicht auf, sich aufzuladen. Wie weit geht das? Ah, die schießen aber auch gar nicht. Die sind jetzt nur um mich... Oder schießen die? Nee, mehr... Okay, mehr werden es nicht. Das ist jetzt das Maximum. Und wahrscheinlich gehen alle Weißen jetzt weg. Oh, ich sehe da was. Jetzt hat das blaue Herz überhaupt nichts gemacht. Es ist weder bei dem blauen Herzen was dazugekommen. Oder habe ich nicht richtig hingeguckt? Ich bin böse verwirrt. Wir gehen einfach mal zum Boss. Ja, jetzt sind die alle weg. Die sind alle weg. Das heißt, ich kann die nur für jeden... Also ich kann die aber für den Raum... Ich kann praktisch sofort so lange diese Bohne einsetzen, bis die voll sind. Ob mir das was nützt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ja, okay, wenn der Gegner die berührt, macht das auch Damage. Okay, I see. Das war dumm. Ach, ich achte mal nicht auf den Wormstone-Guy. Damage und Range-Up. Wir bleiben mal drin. Wir bleiben mal drin. Ne? Wir bleiben... So ganz hundertprozentig verstanden habe ich es noch nicht, aber irgendwie kann dieses Buch... Also du hast dieses Buch und gleichzeitig hast du noch ein anderes Spacebar-Item. Also das stackt sich. Das mit den blauen Herzen habe ich noch überhaupt nicht verstanden. Warum die jetzt da angezeigt werden und nicht da oben in meiner normalen Herzensliste. Also das ist mir noch ein kleines Rätselchen. Aua.
Aber an sich soll der Part jetzt auch erstmal gedacht sein, um halt Bethany kennenzulernen. Geht Feuer auch aus mit den... Okay, Feuer geht mit den Dingern nicht aus. Interesting auf jeden Fall. Interesting. So. Ja, genau. Und jetzt ist halt das Ding, dass jetzt alle verschwinden, weil ich dieses Blaue nicht mehr habe. Dieses Blaue, was ich ganz am Anfang hatte, das kommt jetzt irgendwie gar nicht mehr. Aber dieses, was ich jetzt um mich rum habe, das schießt auch nicht zusätzlich, ne? Das macht einfach nur... Das heißt, ist vielleicht... Okay. Ich glaube, der Effekt ist abhängig davon, was man als zweites Baseball-Item hat. Und dadurch, dass ich jetzt sowas habe, was sich von selber auflädt, kriege ich nur schwächere so Dinger. Sowas könnte es sein. Huh. Wie viel Damage macht... Oh mein Gott! Ich wollte gerade sagen, wie viel Damage macht es eigentlich, aber... Ja, okay, doch. Das heißt, die Dinger um mich rum haben dann den gleichen Effekt. Die Dinger um mich rum haben dann den gleichen... Ich weiß nicht, was das für ein Hänger war. Haben dann den gleichen Effekt wie das, was das Baseball-Item normalerweise macht, noch zusätzlich. Oh ja, gib mir das. Nice Geschichte. Sehr nice Geschichte. Okay. Ja, wir spielen auf jeden Fall in der Runde weiter. Ich meine, jetzt sind wir eh schon drin. Ne? Es war zwar am Anfang, habe ich die Sache nicht so ernst gespielt, sonst wäre ich nicht in die Kiste gegangen mit den Stacheln. An die Kiste wäre ich niemals rangegangen. Aber jetzt spielen wir das auf jeden Fall weiter. Ist auch wieder, ne? Ich sag immer was und dann mache ich es nicht. Dann mache ich immer alles völlig anders, als ich es vorher gesagt habe. Hier könnte theoretisch ein Geheimraum sein. Nice. Ah, gut, da hat uns 3 Münzen gebracht. Das ist eigentlich so, okay, 4 Münzen, aber... Wenn man mal bedenkt, dass so eine Bombe auch 3 bis 5 Münzen kosten kann, ist das jetzt nicht der beste Deal gewesen. Da ist der Shop, aber in den Shop können wir reingehen. Wir haben genug Kohle. Wir haben genug Kohle. Ja, und da ist jetzt... Jetzt bin ich wieder in dieser Position. Jetzt bin ich wieder in genau dieser Position. Ich kenne... Ja, toll. Ich kenne dieses Item. Ich kenne dieses Ding. Ich würde jetzt spontan vermuten, was ist das? Das hatte... Ich glaube, dass man mehr Karten tragen kann. War das das? Ich meine, ich gucke jetzt auch nach. Weil ich habe das Item schon 3 Millionen Mal eingesammelt. Ich glaube, das war, dass man... Nee, es war was, irgendwas anderes. Es hat irgendwas mit Karten zu tun. Wo ist es denn? Tarot Cloth. Drops a random card or rune on pickup. Doubles the effect. Ah. Das verdoppelt den Effekt von Karten. Okay. Ja, muss ich da jetzt nicht unbedingt 15 Münzen für ausgeben. Dann kaufe ich lieber wieder ein blaues Herz. Ich muss mal drauf achten, wenn ich jetzt getroffen werde, ob diese blaue Herzanzeige runtergeht. Oder die rote Herzanzeige. Jo! Die rote Herzanzeige geht runter. Ich wollte es zwar nicht gleich in dem Raum testen, aber danke dafür. Ah. Okay. Wenn ich mich jetzt hier treffen lasse, dann bin ich sauer. So. Oh, nice, 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 nice. Der würde, ich glaube, der sorgt dafür, dass die Steine glitzern, die blau sonst wären. So ein bisschen zumindest. Da kann ich jetzt mal gucken, ob ich irgendwas schon übersehen habe. Hier waren ganz viele Steinchen. Aber ich sehe auch nichts glitzern. Okay. In Before ist ein völlig anderer Effekt. Aber dann habe ich Pech gehabt. Ja, aber die blauen Herzen werden jetzt ja gar nicht ange... Müssen die sich vielleicht erst aufladen, dass man... Also ich habe jetzt da dieses...
dieses 2 bei den blauen Herzen stehen. Na, aber wenn ich getroffen werde, gehen ja die roten Herzen runter. Ich meine, es könnte jetzt auch sein, dass es umgekehrt ist. Es sind alles nur Vermutungen. Ich weiß es nicht, also lasst mich bitte dumm daherlabern. Es könnte auch andersrum sein, dass man praktisch au. Was seid ihr denn? Wie fliegt ihr denn durch die... Hallo? Okay. Das da... Zwei Möglichkeiten für den Geheimraum gefällt mir jetzt schon mal nicht. Dann sprenge ich da jetzt auch nichts. Ach, das war jetzt zu bald. Jetzt. Gut, aber Monstrum sollte auch nicht das Problem sein. Scheinbar... Also Tränen abwehren tun diese Dinge allerdings nicht. Man kann damit wahrscheinlich einen Gegner treffen, aber Tränen abwehren tun sie nicht. Das sieht man schon ziemlich... Oder doch? Ist das wie ein Schild? Ja! Ja, voll gut. Das ist wie ein Schild. Und dadurch, dass ich so viele... Dann ist es... Dann ist die Synergie mit dem... Mit dem... Oh mein Gott, ja. Also zweimal ja. Also eigentlich dreimal ja. So, jetzt ist natürlich das Problem. Ich würde gerne die blauen Feuer sprengen, aber eigentlich will ich nicht gegen den kämpfen. Aber eigentlich will ich schon gegen den kämpfen. Okay. Blauen Feuer sprengen hat leider nicht den gewünschten... Ach so, Moment, aber wenn ich jetzt wieder belebt werde, dann komme ich als Lazarus wieder zur Welt, ne? Ich will ja eigentlich mit Bethany die Runde schaffen. Dann wäre es schon sinnvoll. Nice! Das ist echt wie Schild! Also es wehrt solche Bullets ab, ne? Laser natürlich nicht. Ja, aber nice. Das war ja okay. Und wir kriegen die Energie zurück. Nichts falsch gemacht. Eigentlich alles richtig gemacht. Sogar eine Bombe haben wir wieder bekommen und ein Keypiece haben wir jetzt dabei. Nice. Aber dass jetzt der Engelraum gekommen ist, ist auch interessant. Also die Wahrscheinlichkeit für den Engelraum müsste eigentlich... Ich habe jetzt nicht hingeguckt. Aber die Wahrscheinlichkeit für den Engelraum müsste eigentlich sehr gering gewesen sein. Ich wurde ja richtig oft getroffen. Und gerade hatten wir noch zwei blaue Herzen und jetzt sind diese zwei blauen... Also nicht blaue Herzen, aber diese Anzeige war bei den blauen Herzen. Dann auf zwei, das ist wieder weg. Ich bin mir noch sehr unschlüssig, was das bedeutet, aber es ist erstmal egal, weil wir sind auch so damage-technisch jetzt gerade erstmal ganz gut dabei. Ja, und also dadurch, dass wir bei Bossen halt sehr viele von den... Okay, das haben nicht zum Schluss ein. Ich muss mir merken, dass da das weiße Herz liegt. Ich werde es jetzt nicht einsammeln, weil ich kann es nicht mal beschützen durch die blauen Herzen. Ah, die können... Die... Die können... Na, hör auf damit. Okay. Was haben wir eigentlich für einen Curse? Ja, Darkness. Ich wollte gerade sagen, es ist dunkel. Und wo sind wir? Flooded Caves. Hätte ich auch merken müssen. Oh, nee, 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 ich hasse euch. Also ich muss jetzt ganz oft dran denken, das Space-Item einzusetzen. Wo ist er? Okay, wo immer er ist weg. Wo immer er war, ist dann eigentlich die richtige Aussage. Ich mag die Dunkelheit überhaupt nicht. Der explodiert, ne? Jo. Okay, aber so kleine Dinger können wir dann eigentlich auch nicht viel anhaben. Weil die gar nicht an mich rankommen. Das ist ganz nice.
Also auf jeden Fall keine schlechte Geschichte, dieses Buch. Ja gut, jetzt brauche ich nicht mehr erstellen, weil die sind alle wieder weg im nächsten. Geht's hier gar nicht. Ach, hier geht's gar nicht weiter. Ja, die sind alle wieder weg im nächsten Raum. Die bleiben nicht. Konstant geblieben ist nur das erste, was ich erstellt habe. So langsam verstehe ich, was hier los ist, glaube ich. Hier ist eine Kiste und die komme ich nicht. Das ist ja auch ein sehr interessanter Raum. An die Kiste kommt man wirklich nur ran, wenn man fliegen kann. Okay. Schade. Ich dachte, ich kann eigentlich die Spinnen abwehren. No, 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 no. Ja, aber jetzt bin ich Lazarus. Zählt es dann noch als Bethany, wenn ich jetzt abschließe? Nicht, ne? Nee, naja, egal. Wir spielen mal weiter. Vor allem, Lazarus hat jetzt dieses blaue Herzending weg. Jetzt werden wir nicht mehr rausfinden, was es mit dem blauen Herzending auf sich hat. Aber das ist das Ding, ne? Der hat es jetzt weg. Scheiße. Und der hat auch keine blaue Leiste mehr dahinter jetzt, hinter dem anderen. Das lädt sich jetzt ganz normal auf. Vorher war da noch so eine blaue Leiste. Es ist mysteriös. Es ist mysteriös. Ich hasse die Dinger. Die sind jetzt hier natürlich auch. Ich hab gehofft, die sind nur ein Downpour, aber natürlich sind jetzt hier auch. Okay. Das blittet sich jetzt auf, ne? So, ja, genau. Ganz cool kann man anbieten. Ja, aber mein fucking Curse of Darkness halt. Okay, gehen wir raus aus dieser Ebene. Nee! Abflug. Gott, ich habe das zu spät fast gesehen. Fast zu spät, gerade noch so. Aber wenn der jetzt springt, ja, genau. Dann habe ich böse Probleme. Ja, so viel dazu. Okay. Ich würde sagen, wir haben ein bisschen Bethany kennengelernt. Aber wir sind noch nicht so viel schlauer, was die Fähigkeit von diesem Buch angeht. Book of Virtues. Wir werden es im nächsten Part weiter untersuchen und dann hoffentlich einen etwas besseren Run haben. Ich bin vor allem gespannt, was die Synergien mit anderen Spacebar-Items noch auslösen wird. Weil scheinbar kann man diese Spacebar-Items kombinieren. Ne? Dieses Buch öffnet sich dann und das andere Spacebar-Item läuft über dieses Buch weiter. Das ist schon ganz interessant. Also da bin ich sehr gespannt, was da noch so draus wird. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.